Willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen die Demo-Version von Train Planet. Die Demo-Version, die noch nicht rausgekommen ist, die gibt es bei Steam, allerdings nicht öffentlich. Es gibt aber die einen oder anderen Tipps und Tricks, die man da anwenden kann, um da schon mal dran zu kommen. Wie das genau geht, werde ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, aber diejenigen, die sowas wissen, die wissen halt, wie man da rankommt. Ja, ein neuer Simulator scheint wohl irgendwann bald auf den Markt zu kommen und wir gucken uns mal an, was der so kann. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn das Bild verheißt hier schon auf jeden Fall einiges. Wir sehen hier den ICE, die Zero HC. Fahren können wir allerdings in dieser Demo-Version anscheinend. Erstmal nur die Baureihe 218 und die Baureihe 186, meine ich. Und wir fahren jetzt erstmal die Baureihe 218. Und zwar von Köln nach Düren auf der Strecke Köln-Aachen. Und werden mal hier auf Continue drücken. Und dann sind wir jetzt hier im Führerstand. So, jetzt hat das Ganze erstmal geladen. Ja, das Ganze ist so von der Performance her bei mir sehr schwach bisher. Aber lasst euch davon jetzt nicht zu sehr beeinflussen an dieser Stelle, weil, wie gesagt, das Ganze ist ja so eine ganz Early-Version. Das ist ja eigentlich noch nicht mal veröffentlicht. Insofern, da steckt noch viel Optimierungsbedarf drin. Schauen wir erstmal, was das Game so an sich kann. Wir drücken die Taste P, um den Motor zu starten. Ja, die Sounds sind, glaube ich, joa. Ja, also da sind die Sounds jetzt auf einmal weg. Jetzt sind sie wieder da. Jetzt wackelt unsere Lok. Ja, also ich glaube, man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen, was aktuell noch Sounds und sowas angeht. Wie gesagt, alles sehr, sehr in der Beta-Version. So, Fahrtrichtungswende, Vorwärtsstellung. Die Independent Brakes, also die Lokbremse lösen. Das müssten wir Klammer zu. Okay, ja, weiß ich nicht, was die Klammer zu ehrlicherweise ist. Aber eigentlich müsste das gehen, indem wir hier auf die Taste I drücken. Oder müssen wir erstmal den Bremsschlüssel freigeben? Moment, hier auf Taste Q. Genau. Dann haben wir die schon mal gelöst. Dann hier ebenfalls auf Taste Q. Okay, weiter lösen können wir die nicht. Ist schon gelöst. Aber warum können wir die Lokbremse jetzt nicht weiter lösen? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier mal eben gucken in die Inputs. Was mit dem Bremselösen gemeint ist, welche Taste das ist. Denn bei mir ist ja die eckige Klammer zu, ist die Taste 8, aber das kann es ja nicht sein. Hier, die Taste ist das anscheinend neben dem. Das ist bei mir die Taste Ü. Okay. Also Taste Ü. Jawohl. Das hat funktioniert. Die Independent Brakes lösen. Ja, weiter noch ein. Control Thrust. Press A or D. Das heißt also, wir können jetzt beschleunigen. Wait a moment before increasing thrust. Okay. Ja, wir bewegen uns. PZB ist anscheinend auch an. Da. Ja, also Sounds, ne, wie gesagt, so lala. Ich weiß auch nicht, wie die Umsetzung der PZB ist. Tatsächlich sind das für mich die ersten Meter hier in diesem Simulator. Ich danke einem ganz bestimmten Personenkreis, der mich auf dieses Spiel hier aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, diejenigen wissen schon, dass ich sie meine. Jetzt erstmal hier und schauen einfach mal, was wir hier machen können. So, ich frage mich auch, wie man eigentlich in so eine Art Außenperspektive gehen kann. Schauen wir noch mal ganz kurz, ob es hierfür eine Tastenbelegung gibt. Input, Headlights, On-Off, Pantograph. Moving around the cabin. Okay, mit den Pfeiltasten.
Ja, okay, das werden wohl die Pfeiltasten sein. PZB ist auf jeden Fall nicht in einem Startprogramm. Können wir auch. Ja, was ist das? Z? Nee, das ist dann Y bei mir. Okay, das ist QWERTY-Tastatur. Das heißt, also, wenn da Z steht, ist eigentlich Y gemeint. Ich wusste gar nicht, dass es die Ziffer an ist. Können wir auch irgendwie raus aus dem Führerstand? Denn ich würde mir gerne mal das Ganze hier von außen angucken. Außerdem sind unsere Türen auf der rechten Seite anscheinend offen. Das waren doch die Pfeiltasten. Die habe ich doch gerade noch benutzt. Input. Hier die Pfeiltasten. Moving around. Da schalten wir uns währenddessen noch ein bisschen Leistung auf. Trust is not connected. You didn't wait before increasing trust. Okay. Wait a moment. Okay, jetzt können wir. Okay, das bringt mich aber immer noch nicht wieder zurück in den Führerstand. Irgendwie bin ich hier einfach eingesperrt. Das ist doch ein Scherz. Ich
drück die ganze Zeit auf die Pfeiltasten, ne? Ihr hört es, ich drück da richtig fest drauf, es geht einfach nicht. Das ist ja fürchterlich. Wisst ihr was, machen wir kurz einen kleinen Break. So, also nach diesem ersten sehr, sehr fürchterlichen Run einmal hier ins Hauptmenü gegangen. Also es gibt hier drei Bereiche, Journey, Scenarios und Qualifications. Und wir können hier als Log die 218 auswählen und die 186. Hier übrigens auch mit diesem weißen Latz hier vorne, was glaube ich darauf hindeutet, dass da diese bestimmte Kupplungsart, glaube ich, mit verbaut ist. Ne? Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es dann hier die Scenarios und die Qualifications. Das sind nur irgendwie solche, ich bin mir nicht mal ganz genau sicher, was diese Qualifications eigentlich genau sind. Dann gibt es hier so Competence, Breaking, Mastering. Na gut, okay, aber das ist nicht so. Oder was, wenn ich jetzt hier auf Open drücke, was passiert dann? Gar nichts. Dann gehen wir wieder zurück und gehen mal zu den Szenarios und schauen mal, dass wir vielleicht die 186 zum Fahren bekommen. Wir müssen hier auf Buy drücken. Ich weiß gar nicht, womit wir das zahlen, weil wir irgendwie, ja, also wir haben hier irgendwie 10 Millionen. Ich weiß nicht genau, ob das so bleiben soll, aber schauen wir mal. Okay, dann fahren wir mal zusammen die 186 und gucken mal, was wir mit der so machen können. Ja, also Renault Express soll wohl auch kommen anscheinend. Ganz interessant, Talent 2, der ICE hier ist im Bau. Das müsste der Velaro D sein, ne? Ja, okay, gehen wir mal zurück. Düren-Stolberg. So, Continue. Race Pantograph, Taste P. Haben wir gemacht. Hauptschalter, Taste L. Rechte Türen, Taste Y. Das müsste also Taste Z sein auf meiner Tastatur. Und ja. Machen wir die Tür noch wieder zu, ich glaube. Da gibt es irgendwie keinen bestimmten Timer. Fahrtrichtungswende, die Vorwärtsstellung, Taste W. PZB aus dem Startprogramm lösen. Das müsste das die Taste sein, also wie im TSW auch. Taste Ü, um die Lokbremse zu lösen. Und wir schalten Leistung auf. Ja, Sounds sind so, naja, fehlen hier noch in Gänze. Ich würde immer noch gerne wissen, wie man in die Außenperspektive kommt. Versuchen wir es mal mit den standardmäßigen Zahlen. TSW ist das ja Taste 2, 3 und so weiter. 2, 3, 4, passiert nichts. 5, 6, 7, 8, ne, auch nicht. 9, auch nicht. 0, auch nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber das muss dann eben auch gehen.
Hotel. Das war nicht so gut. Ich wusste, ich hätte jetzt gar nicht. Ups. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum wir überhaupt hätten anhalten sollen, aber okay. Können wir sie jetzt eigentlich? Ah, komm, wir können uns wieder bewegen mit den Tasten. Wheel Set, es geht. Okay, was auch immer. Bisschen Wheel Slip, das gute alte Wheel Slip. Nein! Oh Gott, jetzt komme ich wieder nicht rein. Warum mache ich sowas? Das ist ja fürchterlich. Kann ich die Lok wenigstens noch bedienen? Ja, kann ich. Also ich komme mit der Steuerung noch nicht so wirklich zurecht. Merkt man es? Ich glaube schon. Super. Okay. Kann ich wieder irgendwie in den Führerstand auf die ursprüngliche Kameraposition wieder zurück? Das wäre schön. Zurückfahren? Interessant. Seht ihr das? Interessant. Also, Plus und Minus. Gibt's sonst noch irgendwas Interessantes, was man machen kann? F1, F2, F3, F4, F5, F6. Hier passiert nichts. F7, F8. Aha, ja, F8 blenden jetzt irgendwelche Daten ein. F9 haben wir auch da. F10, F11, F12 ist ein Screenshot. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Ja, das ist halt nicht die richtige Außenkamera, weil die Lok nicht gescheit geladen hat. Aber ich weiß auch wirklich nicht, wie man in die Außenkamera kommt. Aha. Interessant. Ja. Also ich muss sagen, so von der Ausgestaltung der Strecke her, also die Vegetation an sich sieht wirklich sehr schön aus, ne? Und die Details am Rand, muss ich sagen, ist teilweise doch dem TSW um einiges überlegen, zumindest auf dieser Strecke hier. Das ist jetzt nicht auf allen Strecken, aber auf dieser Strecke finde ich auf jeden Fall die Vegetation besser als bei Köln-Aachen TSW. Also auf jeden Fall 3D-Objekte, die auch, glaube ich, verbaut sind, allesamt. In der Distanz, ja, okay, das sind, glaube ich, keine 3D-Objekte mehr. Teilweise zumindest. Ja. Was mir auch gefällt, ist auf jeden Fall dieser Streckenmonitor oben, in der Mitte oben, wo man die Steigungen sehen kann. Die Kilometerzahl sieht man da, die Signale sieht man. Die Haltepunkte. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also vor allen Dingen halt eben die Darstellung der Steigung.
Also Sounds ändern sich halt so gar nicht, ne? Also es ist halt irgendwie mal der gleiche Sound. Oh, das Makro gefällt mir. So, wir haben hier auf 0 gestellt. Ein Lavier ist so ungefähr 2 Kilometer entfernt. Mima und mich einfach beim nächsten Mal lieber nicht in die Außenkamera versuchen, mich da reinzufuchsen. Ein bisschen Bremskraft rein. Wieder zurück im Führerstand. Habe ich aber echt Glück gehabt. Nee, jetzt bloß nicht weiter hier spielen mit dem Führerstand. Okay, warum klappst du nicht mehr? Ja. Okay, das klappt nicht. Die ist off. Die ist aus. Fahrtrichtung ist Vorwärtsstellung. Da doch, jetzt geht's. Also das Wackeln in der Lok hört doch auf jeden Fall auf, sobald man hier einmal es geschafft hat, loszufahren. Also der Maschinenraum wird definitiv nicht ausmodelliert sein. Oh. So ein bisschen Leistung aufschalten. So, ich glaube, das ist eine ganz gute Höhe. Das war ein bisschen zu viel. So, ich bin immer noch wie man in die Außenkamera kann. Also, okay, aber seht ihr, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen mit der Falte, mit den Falttasten. Okay, ihr seht das nicht mehr, aber ich kann es nicht mehr. Schauen wir mal, dass wir noch bis Stolberg durchfahren.
140, aber die Führer wird da 186, 100. Schneller als 140 fahren? Ich würde es ja jetzt außen nachgucken, aber nee, geht ja nicht. Nehmen wir mal an, dass wir 160 fahren dürfen. Das Ganze übrigens basierend auf der Unity Engine. Für diejenigen, die es interessiert. Ja, okay, also die Kurven der bzw. der Gleisanstieg auf jeden Fall krass teilweise zu spüren. Dass dieses Spiel hier out of nowhere gekommen ist. So, alle reden über Trains in World und Trains in alle reden über Trains in World und über Train Simulator und Simrail und so, und dann kommt ihr aus dem Nichts dieses Game? Also noch ist es nicht da offiziell, ne, aber du wisst, was ich meine. Das ist halt wirklich. Keiner hat das erwartet, dass jetzt nochmal ein neuer Zugsimulator kommt. Der schon, ich finde, schon vielversprechend ist. Weil wenn man sich mal so anguckt, die Ausgestaltung der Strecke ist schön. Die 3D-Modelle von den Fahrzeugen sind, glaube ich, auch ganz okay. Am Sound hadert es halt, an die Optimierung ist halt noch nicht wirklich vorhanden. Das sah aus wie eine 204. Ja, also optimiert ist da auch noch nichts. Generell, die ganze Grafik sieht alles noch so ein bisschen comichaft aus und alles, aber insgesamt, ich glaube, dass das Spiel Potenzial hat, würde ich jetzt mal behaupten. So, gerade wenn man sich mal anguckt, also da scheinen Leute am Werk zu sein, die echt eine Liebe für Details haben. Boah, und eine Liebe für die SIFA. Ach, hätten wir, wir hätten da halten sollen. Wir hätten da halten sollen. Au. Aber nur. Vollbremse. Ja. Weil das nächste Signal hier rot ist. Gar nicht ist. Aber was machen wir jetzt? Ja, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Traktionssperre. Interessant. Also ein paar Details sind auf jeden Fall da. Ja, okay. Gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü und schauen uns mal an, ob es noch irgendwas gibt, was wir uns angucken können.
Ja, Szenarios, ne? Köln-Düren. Irgendwas, was man sonst entdecken kann? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht mit der 218, hier auch übrigens mit diesem blauen Repaint, das hier angedeutet ist. Szenarios. Köln-Düren, ja, kaufen uns das auch mal. Gucken da nochmal ganz kurz rein. Das kann doch nicht sein, dass es irgendwie keine Außenansicht gibt. Muss es doch safe geben. Ja, also jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf eure Meinung. Ich habe da jetzt keine großartige Meinung dazu, ehrlicherweise, außer dass ich halt erstens überrascht bin von ihm, das Spiel. Zweitens komme ich mit der Steuerung nicht zurecht. Drittens muss ich allerdings sagen, bin ich nicht unabgeneigt. Also interessant, dass die Strecke Köln-Aachen gewählt wurde. Aber hier erstmal Continue. Continue bitte. Ja, aber wenn man sich das Ganze mal hier so anguckt, das ist schon nicht schlecht. Und hier runter guckt Richtung Stadt hier. Also, ich würde halt wirklich gerne in die Außenansicht. Es gibt halt nur das. Kann ich hier nicht irgendwie rausglitschen? Nein, nicht so wirklich, ne? Aber da vorne hier, Moulin Rouge, die Hohenzollernbrücke, das Bahnhofsgebäude an sich. Kann ich noch ein bisschen nach oben? Nein, nicht so wirklich. Das sieht schon irgendwie ganz gut aus, ne? Ja, also Optimierung ist halt echt, geht so, so lala. Aber hier, dass auch solche Details dann mit verbaut sind. Öltemperatur. Hier die Umdrehung pro Minute. Und jetzt steigt auch sicherlich hier die Temperatur. Ihr seht es da tatsächlich. Kühlwassertemperatur, Getriebeöltemperatur, Motorölтемператур, Kühlwasserstand. Boah, das soll es gewesen sein. Erstmal vom Train Planet. Ihr wisst, wie immer, Anregungen, Kommentare, Gedanken in die Kommentare rein. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal ein weiteres Video, wenn ich mich mal ein bisschen weiter mit der Steuerung von dem Game auch beschäftigt habe. Oder ich zumindest herausgefunden habe, wie man in die Außenansicht kommt. Gut, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.